So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play God of War. So, hier sind wir stehen geblieben. Und es kommen noch mehr, natürlich. Oh, okay. Ja. Oh, ich verliere immer alles. So, wieder an. Ah, das ist schwer. Ich mache fast keinen Schaden gegen die. Ich muss ihn unbedingt aufwerten. Ja, ich laufe rüber. Oder ich probiere es zumindest. So, ab geht's. Zünd das an, zünd das an, zünd das an, zünd es an. So, ich muss rüber. Nein. Weitere Harpunen. Alter, Vater. Ja. Alter, leck euch. Ja, sehr gut, Junge. Das war gut. Alter, flieg runter. Danke. So, nimm doch das alles da, was da... Ah. Kann ich mich auch mal kurz mal ausruhen? Oh, er leckt mich. Und... Tschüss! So, weg, weg, weg von den großen Typen. Wenigstens machen sie das Feuer jetzt nicht mehr aus. Das heißt, ich kann mich wirklich auf den großen jetzt konzentrieren. Ja, ich weiß. So, Rage an. Schauen wir, dass wir uns ein bisschen aufwerten. Aber wir müssen die Harpune lösen. So, ein bisschen geheilt. Ah, da drüben ist noch ein Lebensstein. Moment, da drüben. Ah, da liegt so viel. Alles mitnehmen, Kratos. Alles mitnehmen da. Sehr gut. Der hat so eine Kraft. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's, oder? Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Weg hier! Sieh doch!
war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Na boom. Und wir haben auch... Ich glaube, das war das Ende des dritten Teils, wenn ich mich nicht irre. So. Ich möchte, dass es hier unordentlich ausschaut. Also es geht nur hier entlang. Allerdings ist hier wahrscheinlich wieder eine Walküre drinnen. Moment. Uiuiui. Ich um Punkte finden, ne? So, eins. Zwei. Ah, es sind nur zwei diesmal. Sehr gut. Mach mal da ganz kurz auf. Das gehört Odin. Dein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Hier ist nichts zum Looten, okay. Ah, ich bin froh, dass wir das mit dem Schiff hinter uns haben. Sieh doch mal, die fehlende Tafel über dir. Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das erkenne ich zu gut. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Okay, er will, dass wir da entlang gehen. Hinter uns gab es aber auch noch ein Türchen. Wo wir, glaube ich, auch durchkommen. Moment. Ich möchte nur mal ganz kurz schauen. Hier sind wir durchgebrochen. Ah. Hoch die Tassen? Nein. Hierher hat Odin seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. So, Wissen hinzugefügt. Dann haben wir hier ein Trüchen. Sehr gut. Und wir kommen zum Zwerg. Das heißt, ich kann mich endlich verbessern und vielleicht im Kampf ein bisschen besser abschneiden und mehr Damage machen. Okay. Das passt also. Ja, und das Symbol da oben, das ist das Symbol von Kratos, das da über meinen Kopf jetzt. Ja. Das God of War Zeichen.
Okay, hier haben wir was. Jawohl, sehr gut. Ein bisschen wenigstens was. Wiederum 15. Und ich hoffe, dass wir jetzt zu einem Zwerg kommen. Oh, bitte, 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 bitte. Junge. Was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Okay, so. Hier können wir nicht durch, hier können wir nicht durch. Achso, das ist der Bifröst. Was, wir sind beim Bifröst? Aha. Kann man die Steine auch rausnehmen? Nein. Na gut. Dann auf geht's nach Midgard. So, nach Midgard zu gelangen, müssen wir was drücken? Einfach nur Dreieck, okay. Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er! Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. So, grüß dich. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlack. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du... Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum! Lass es uns angehen! Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt, oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Hm.
hör auf zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Mein Bruder und ich haben ein neues Projekt. Jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Was wollt ihr? Mit dem Wetzstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dvegradikyr bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch 3 mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolvers. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat 2 gefunden. Das weiß jeder. Aber als er die 3. gesucht hat... Puff! Verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier. Ein Zugangstein für Konunsgard. Mit euren Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Ja, das können wir machen. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre, leicht zu erkennen. Darf ich? Die Höldebrüder sind wieder in Aktion. Ich kann's kaum erwarten, loszulegen. Ja. Dass ich den Tag noch erlebe, an dem wir wieder als Duo basteln. Aber es fühlt sich gut an, vor allem für das hier. Hab mich so daran gewöhnt, allein zu arbeiten. Hätte fast vergessen, wie nützlich ein paar helfende Hände sind. Es ist so viel leichter, Skorpschlacke zu schmelzen, wenn jemand anders die Temperatur misst. Darf ich jetzt wieder? Also ich mag ja die 2 wirklich sehr gern. So, wir können den Clownbogen und die Chaosklinge wieder verbessern. Okay, dann machen wir das mal. Chaosklinge mal aufwerten. Jetzt schick sie alle nach hin. Naja, das werde ich tun. So, und deinen Clownbogen können wir auch verbessern. So, kann ich den gleich nochmal aufwerten? Okay, gut, das ist das Maximum. Darf es sonst noch was sein? Ja, ich rüste mich mal ganz schnell um. War das schon alles? Nein, es war noch nicht alles. Wir schauen uns jetzt einmal alles einmal da an. So, legendär. Das haut mir den Angriff zwar ein bisschen runter, aber die Abwehr auf jeden Fall deutlich rauf. So, wir können ja auch noch Runen reinhauen. Die Ablinkzeit, ich hätte gern etwas, ja, zum Beispiel, Auge der Außenwelt, den gehen wir mal da rein. So, und jetzt haben wir ja noch einen, das würde ich dann da reingeben, nämlich da kriegen wir dann auch noch die Runen noch ein bisschen weiter rauf. Das heißt, wir würden noch mehr Schaden machen. So, gut, das war mal Nummer 1. Dann würde ich das hier wieder ausrüsten. Und hier können wir aber nur einen Platz reingeben. Irgendetwas mit Angriff. Angriff? Ja, das ist das Glück und die Ablinkzeit, aber das interessiert mich weniger. Da wird die Abwehr ein bisschen erhöht. Da haben wir was. Die Stärke um 6 und die Vitalität um 2. Ja, besser als nix. Gehen wir das halt einmal rein. So, und auch noch das hier. Sehr gut. Hier können wir aber auch nur einen reingeben. Okay. Irgendwas, was die Stärke vielleicht nochmal raufhaut. Oder vielleicht die Abwehr. Abwehr haben wir da. Okay, einmal Abwehr haben wir. Da haben wir dann 6. Da haben wir dann 5. Da nur die Rune. Da Abwehr 7. Die Ablinkzeit wird auch erhöht. Das ist auch nicht schlecht. Da haben wir Angriff, aber das ist nur plus 3.
Da haben wir Angriff und Ablinkzeit, aber das sind auch nur 4 Punkte. Das ist jetzt da auch nicht über drüber. Und ich glaube, bei Grün brauche ich gar nicht schauen. Das ist, ja, okay, da sieht man schon plus 2. Warte jetzt einmal, wir haben ja irgendwas gehabt mit Abwehr plus 7, oder? Da, genau. Und die Ablinkzeit. Besser als nichts. Okay. Dann passt das. Gehen wir mal kurz rüber zu ihm. Was haben wir da gekriegt? Gestalt aus Leder. Okay. Genau, das ist das mit diesem Heilungsding. Also bei ihm haben wir anscheinend nicht wirklich viel gefunden. So. Rüsten wir dich aus. Jo. So, herstellen wollen wir nicht. Wir wollen verbessern. Brust können wir da einmal machen. Das hält den Ärger fern. So, das geht aber allerdings, glaube ich, nur einmal bei der Rüstung. Genauso wie hier. Bloß keine falsche Zurückhaltung. Ah, das passt schon. So, Hüfte. Jetzt erprobe das im Kampf. Die Abwehr wird auf jeden Fall. Also, die Abwehr ist schon ziemlich hoch, wie man sieht. Okay. Axtknauf. Können wir uns mal anschauen. Den haben wir drinnen. Bei erfolgreichen Axtangriffen ein Blitz. Explosionsschock. Ja, okay, gut. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Talismänner. Habe ich einen Talisman? Den habe ich Equipment. Da haut man aber den Angriff runter und die Abwehr plus 1 rauf. Na, Alter, was soll denn das? Ja, ich bleib bei dem und tu den verbessern, oder? Nämlich da habe ich Stärke und Abwehr. Wie viel. Was? Weltenstaub kostet das? Nein, das mache ich dann nicht. So, kaufen. Axt, schwer, okay, Klinge, leichter Runenangriff, Moment. Ja, das ist nett. Kaufen. Das rüsten wir uns dann gleich aus. Das ist ein leichter. Ja, der schaut urgeil aus, oder? Also, das gefällt mir. Zauber. Nicht genug Ressourcen. Okay. Auferstehungssteine. Kaufen wir uns den Berserkerstein. Falls ich noch einmal drauf gehen sollte. Ich hoffe allerdings nicht, dass ich den jetzt da raushau, da. Das kann ich kaufen. Aha. Weltenschlangenschuppen. Okay. Das kostet alles 1 und das kostet 100. Nämlich, das sehe ich das richtig. Okay, gut, das lassen wir mal. Geht's weiter oder unterhalten wir uns noch? Na, ich glaube, das passt. So, so schaut er jetzt da aus. Ich hoffe, dass sich das was gebracht hat. Ich hoffe es. Jetzt sind wir endlich einmal neu ausgerüstet. Und ich hoffe, dass ich jetzt da, wie gesagt, besser bin im Kampf. Dass ich mehr aushalt und mehr Damage mache. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Okay, wir würden... ich würde... einmal den Part jetzt wieder da beenden. Gehen wir noch runter zum Schiffernakel. Nämlich, wir haben wieder 25 Minuten, also fast. Ich glaube, das reicht. Wir haben viel gemacht wieder. Und endlich aufgestuft hier. Unseren Kratos. Ich hoffe, dass es euch wiederum gefallen hat. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.